Der Herr Westrich aus Schmitzhausen hat hier schon vor 20 Jahren Steine gefunden, Fäustlinge, Keile, Faustkeile, Feuersteine und hat das immer gesagt, dass hier irgendwas gewesen ist. Und jetzt ist es auch festgeschrieben durch die Wissenschaftler, die das jetzt gestützt haben und nachgewiesen haben, wie alt diese Steine, die hier gefunden wurden, waren. Es geht also ganz weit zurück in die Altsteinzeit. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren die Menschen noch Nomadenvölker und sind umhergezogen. Dort, wo es was zu pflücken und zu finden gab, das haben sie gesammelt. Und wo was zu jagen war, und dann sind sie weitergezogen. Und man hat hier halt diesen Platz festgemacht unter den Steinen hier. Da oben, das sind noch wie Höhlen gestaltet. Ja, also hat man hier auch eine Ansiedlung aus einer ganz alten Zeit. Früher hieß es immer, im Wallertal hat es damals noch kein Mensch gehabt. Die sind ja später gekommen.